Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Wir haben heute einiges vor, deswegen sofort ins Spiel rein. Und Noak hält hoffentlich nicht so eine lange Rede, dass dann schon wieder 5 Minuten um sind. Das wäre ganz toll. Ja komm, mach hin, kleine... Oh, da ist die Tina. Lol, ich hab... Okay, die ist jetzt hier vorne. Das ist interessant. Hallo miteinander, hier spricht Tom Noak. Es ist Mittwoch, der 25. März, bla bla. Heute gibt es keine Neuigkeiten, also gebe ich euch einen Tipp zum Leben. Ja, ein Lebenstipp. Ich werde euch nun etwas über die Prämie des Noak-Meilen-Programms erzählen. Da gibt es nämlich Designs, die Profi-Edition. Geil, die hätte ich gern. Da kann man nämlich professionellere Farbanpassungen machen. Wow, die kaufe ich mir sofort. Das ist alles, mach's gut. Alles klar. Dass Tina da ist, juckt ihn nicht. Die guckt ihn auch nur so an. Tom, ich bin hier. Beachtest du mich bitte mal? Wieso sagst du nicht, dass ich auch hier bin? Was denn? Oh Mann. Noak, hör auf, mich immer anzubimmeln. Ja, bitte. Hallöchen, hier Nip aus Noaks Laden am Apparat. Ach, Nip. Oh, hallo, Nip. Sorry, ich dachte, dein Vater ist dran, aber du darfst mich natürlich anrufen. Ich spreche doch gerade mit Daisy, oder? Ja, klar. Dein Verkaufskistengeld ist da. Wir haben gerade 23.000 Sterlings auf dein Konto überwiesen. Vielen Dank nochmal, dass du so fleißig uns angeboten hast. Bis bald. Ja, da muss ich auch erklären, Leute. Ich habe gestern Abend eventuell noch ein bisschen gespielt, ohne Aufnahmen und ein bisschen in diese Verkaufsbox gelegt. Und da habe ich jetzt 23.000 Gold für bekommen. Wir haben das Seefahrerlied. Cool. Ansonsten hat heute niemand an mich gedacht. Das ist echt sad. Gut, wir werden heute erstmal natürlich zu Tina gehen, beziehungsweise erstmal, wenn dir schon dieser goldene Spot ist, den goldenen Spot aufmachen. Hallo, goldener Spot. So, da habe ich auch was Neues erfahren. Und zwar, klar, da kommt 1000 Sternis raus und man kann auch wieder 1000 Sternis einzahlen. Aber man kann auch, Leute, 10.000 Sternis reinpacken. Und dann wird der Baum, der da wächst, 30.000 Sternis haben. Also das ist ein sehr guter Tipp. Und ich hoffe, das funktioniert. Man kann auch mehr Geld reintun, aber da ist es dann wohl RNG, ob der Baum dann tatsächlich auch die Anzahl Sternis dran hat, die man einbuddelt. Also es kann sein, dass ihr, wenn ihr da 40.000 Sternis oder sowas eingrabt, dann am Ende trotzdem nur 30.000 insgesamt rausbekommt. Und das wäre ein Verlustgeschäft, deswegen lasse ich das lieber. Aber mit 10.000 soll das auf jeden Fall gehen. Und hallo Tina, wie geht's dir? Guten Tag, Busy. Danke fürs Vorbeischauen. Womit kann ich dir denn heute dienen? Sag mal dein Angebot her. Natürlich, guck dich ruhig um. Oh, ein Schnuller? Nicht dein Ernst. So eine coole Pokémon-Mütze muss ich mir auf jeden Fall holen. Mehr hast du nicht, oder was? Dann kaufe ich auf jeden Fall noch den Schnuller. Ist doch klar. Das war's dann. Danke, Tina. Willst du hier vielleicht öfters sein? Ich habe nämlich mitbekommen, dass die nur einmal oder zweimal in der Woche oder so da ist und am Wochenende ist die halt auch noch da. Und man muss wohl einiges bei ihr einkaufen, damit sie länger bleibt. Dann ziehen wir uns erstmal um. Was haben wir so? Mütze können wir auf jeden Fall, glaube ich, permanent tragen. Weiß ich nicht, ob mir das so gefällt. Dann sieht man ja meine Haare gar nicht mehr. Egal, wir lassen die erstmal. Und wie sieht der Schnuller aus? Geil! Aber nein, Seide auf den Mundschutz tragen. In diesen Zeiten ist das nun mal wichtig. Dann packen wir noch kurz das neue Lied rein. Welches ist denn das? Seefahrerlied 2001. Das ist bestimmt ganz gut. Von Santiano. Go, go! Tatsächlich ganz schön, oder? Doch, das gefällt mir. So, ich höre ein Paketchen. Man kommt ja schon wieder zu gar nichts. Was haben wir denn da? 5.000 Sternis, cool. Oh, dann können wir ja fast schon unsere Miete bezahlen. Die hat 98.000 gekostet, nicht wahr? Alright, meine Bäume wachsen hier auch. Die an der Seite wachsen inzwischen auch. Die Blumen sind auch alle da. Das ist alles wunderschön. Das wird hier richtig toll. Das freut mich. Aber achso, nee, die sind jetzt schon fertig gewachsen, gell? Ja, ich glaube, die sind fertig gewachsen. Da fehlen jetzt nur noch die Orangen. Bist du eine Biene? Alter, eine Honigbiene, Leute. Habe ich auch noch nie gesehen. Oho, eine Honigbiene. Was für ein süßer Fang. In der Tat, ein süßer Fang. So, okay. Jetzt ist schon wieder viel zu viel Zeit vergeudet worden. Was ich heute machen möchte. Ich möchte euch die neue Brücke zeigen. Hier, schöne neue Brücke. Wow, geil. Aber was ich eigentlich machen möchte... Oh, ein Marienkäfer! Ich heiße Marvin. Scheiße. Komm her, du kleiner Marienkäfer. Was sind das hier für süße Dinger? Ist heute Herbst, ist heute Frühlingsanfang oder so? Oder Sommeranfang? Weil draußen im echten Leben ist es auch voll warm heute. Punktlandung im Kescher. So coole Sachen hier. Naja, ich möchte heute auf jeden Fall
die Häuser fertig bauen. Ich habe mir auch schon alles aufgeschrieben, was ich dafür brauche. Ich habe das alles in eine TXT-Datei geschrieben. Und ohne Witz, ich brauche dafür insgesamt 35 Hartholz, 27 Holz, 20 Kirschen, 19 Weichholz, 17 Steine, 11 Lehm, 10 Eisenerz, 10 Äste und 3 weiße, rote und gelbe Blumen. So, jetzt schauen wir einmal, ob ich das alles habe. Sonst muss ich farmen gehen. Okay, also ich habe fast alles. Was mir fehlt, ich habe leider nur 6 Eisenerz, also wir müssen noch 4 Eisenerz auf jeden Fall holen. Und diese weißen, roten und gelben Blumen. Und um diese Dinge aber mitzunehmen, müssen wir erstmal Sachen verkaufen in Nooks super schönen, tollen Laden. Oh mein Gott, ein pinker Flamingo. Ich fasse es nicht. Ich will Sachen verkaufen. Ja, sieht gut aus. 12.000 Sternis. Damit hätten wir dann auch tatsächlich unsere Miete abbezahlt. Also beziehungsweise könnten sie abbezahlen, wenn wir wollen würden. Werde ich wahrscheinlich auch tun. But I need ein paar Blümchen. Und zwar die da oben. Und wir haben in der letzten Folge zum Glück die Leiter bekommen. Deswegen gucken wir da jetzt einfach mal nach oben. Wow. Hier gibt es andere Nadelbäume. Oder allgemein mal Nadelbäume. Egal. Was brauche ich? Ich brauche 3 weiße, 3 rote und 3 gelbe Blumen. Ein Glück sind die hier alle. Man kann übrigens einfach die Blüten da wegnehmen. Die wachsen dann auch wieder nach mit der Zeit. So, ich glaube, damit haben wir dann noch alle Blümchen, die wir brauchen. Ich hoffe, das sind die richtigen. Keine Ahnung. Jetzt fehlt nur noch Eisenerz. 4 Stück an der Zahl. Das war schon mal ein Eisenerz. Fehlen noch 3. Wehe, ich muss jetzt extra auf eine andere Insel dafür. Da ist noch eine Gottesanbeterin. Und zwar in Pink. Sind die immer pink? Oh, oh. Tun die ein Weh? Wieso hat sie sich so komisch aufgestellt? Okay, eine Orchideenmantis. Die sieht aber aus wie eine Gottesanbeterin. Ich sehe unsere Freundschaft schon erblühen. Die hat sich so komisch aufgestellt. What the fuck? Und mein Handy meldet sich auf. War das was Krasses? Nee, Entomologe einfach. Ich habe einfach 20 verschiedene Insekten gekriegt. Geil. Okay, 1. Come on. Noch 2 weitere. Bitte. Du kannst mich nicht so teasern und dann keine Eisenerze da drin haben. Bitte, zumindest 1. 1 noch. Oh, scheiß Steine. Ich hasse sie. Leider nur der Geldstein. Geht mir auch noch meine Schaufel kaputt. Ich fasse es nicht. Okay, das ist aber eine Gottesanbeterin, oder? Wieso sind hier heute so viele neue... Leute, die stellen sich auch so komisch auf. Wieso sind hier heute so viele neue Insekten unterwegs? Ja, das ist eine Gottesanbeterin. Du bist ein guter Fang, Schrecke. Haha. 1. Bitte, bitte, bitte. Ja, 2. Ich glaube, das langt schon, oder? Okay, 3. Jetzt sind wir auf jeden Fall safe. Oh, danke. Der letzte Stein auf meiner Insel hat mich gerettet. Man nehme 35 Hartholz, 27 Holz, 20 Kirschen, 19 Weichholz, 17 Steine, 11 Lehm, 10 Äste, 10 Eisenerz und sowohl 3 weiße, rote als auch gelbe Blumen. Okay, wir haben alles. Vermengt das alles zu einem großen Wulst und formt daraus... It's a piece of cake to build a pretty house. Du brauchst nur 6 Möbel, bau doch einfach nach der Anleitung. Dann bist du ganz schön fertig, also bau doch einfach vor dich hin. Und denk nicht drüber nach, wenn du nach der Anleitung baust. Dann hast du ein Haus, ein wundervolles Haus. Es ist ja gar kein Graus. Endlich bin ich fertig mit dem Haus. Ihr könnt ja mal raten, wer hier einziehen will mit so einem richtig schönen Steintisch und so. Wow. Also der hat sich das ja richtig gut gehen lassen hier. Cool. Der Steinhocker ist zu weit weg. Alles klar. Oh, alle für dieses Haus nötigen Items sind drin und draußen sind bereit. Ja, dann baut die mal fertig. Schön, das wäre Haus Nummer 1. Was eine Drecksarbeit, ey. Nook, du bist so ein Vollidiot, dass ich das alles machen soll. Ich bin der Vollidiot, dass ich das auch noch alles mache. So, für Haus Nummer 2 brauchen wir eine Bauklotzanlage, wofür man ein Bauklotzset braucht. Toll, dann bauen wir halt ein Bauklotzset. Und damit eine Bauklotzanlage. Dann brauchen wir einen Bauklotztisch. Und lass mich raten, dafür brauche ich auch eine Bauklotzset. Ja, ist ja normal. Dann halt noch ein Bauklotzset. Zum Bauklotztisch eine Prise Bauklotzset. Und daraus entsteht ein wunderschöner Bauklotztisch. Dann brauchen wir noch einen Kryasententürkranz-Gedönsels. Dafür nehmen wir dann Weiß, Gelb und Rotblumen. Mit ganz komischen Namen. Vermengt diese. Und draus wird ein wunderschöner Türkranz. So, was Haus 2 natürlich auch noch haben will, ist ein Funktional-Gartenstuhl. Von mir aus. Und was darf einem Funktional-Gartenstuhl nicht fehlen? Genau, der Funktional-Gartentisch. Und bei dieser ganzen Funktionalität braucht es ganz klar auch die Vogeltränke.
Oh, Geschenk, 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 mein Geschenk. Ist das für mich, weil ich so hart arbeite? Ich bin ein hart arbeitender Bürger. Ich habe dieses Geschenk verdient. Wo kommen die bloß immer alle her? Ein Klavierhocker. Oh, ich glaube, der könnte ganz hübsch sein. So, Haus 2 steht auf. Könnt ihr auch hier raten. Ich weiß nicht mal, welche Leute ich angequatscht habe, aber vielleicht wisst ihr das ja noch. Haus 3 hätte gerne ein Holzbett. Ich zwar auch, aber meine Mitbewohner sind mir natürlich wichtiger als ich. Ich schlafe gerne auf so einem komischen Zeltaufbaubett. Dann will der natürlich noch einen Holzstuhl haben. Und bei diesem ganzen Holz braucht man natürlich auch eine Keramikkrug, nicht wahr? Hier draußen einen wunderschönen Baumstamm-Esstisch. Eine Baumstammbank. Und ein Holzeimer. Keine Ahnung, warum der jetzt diesen Keramikkrug da haben wollte, wenn alles andere aus Holz ist. Aber gut, das ist dann sein Eyecatcher, nicht wahr? Oh, ein Glück. Damit haben wir dann noch Haus 3 fertig. Oh, das heißt ja... Ja! Alle Häuser sind jetzt bereit, samt Einrichtung. Oh, na endlich. Hat auch überhaupt nicht lang gedauert. Und auch hat überhaupt nicht viele Ressourcen gekostet. Nee, nee. Ich richte gerne 3 Häuser ein. Die Miete dafür wird sowas von hoch sein, Leute, sage ich euch. Ich werde den... Ihren ganzen Sternis werde ich ihnen abnehmen. Alles, alles. Das gehört alles mir. Adesi, hallo, hallo. Und, hast du die Grundstücke schon alle bemöbelt? Ja, ich bin fertig. Was kriege ich dafür? Oh, tatsächlich? Das hätte ich dir ja gar nicht zugetraut. Du bist ja richtig fleißig. Naja, überlass einfach alles mir. Du regst mich gerade richtig auf. Ich mache alles und jetzt sagt er auch, ja, überlass alles mir. Du hast zwar alles gebaut und auch eingerichtet und so, aber ich nehme das Geld. Überlass das nur mir. Okay, ich werde mal nicht so sein. Weil du so fleißig warst, möchte ich mich erkenntlich zeigen. Hier. Zäune! Ist nicht dein Ernst, ich krieg Zäune aus Holz! Wow, hätte ich bestimmt nicht selber herstellen können. Bei meinem ganzen handwerklichen Geschick, den ich hier an den Tag gelegt habe. Nee, damit kann man Häuser umzäunen? Krass. Oh, aber immerhin 50 Stück. Das ist gar nicht so kacke. Gut, genug um andere Häuser gekümmert. Jetzt kümmern wir uns um unser Haus. Und zwar bezahlen wir unsere blöde Miete ab von 98.000 Sternis. Habe ich doch easy. Damit ist auch mein Haus abbezahlt. Ich möchte aber pro Haus, das ich eben gebaut habe, 100.000 Sternis haben. Plus in Ausrichtung, sagen wir 300.000 Sternis pro Haus. Also 900.000 Sternis schuldest du mir, Nook. Schuldest mir 900.000 Sternis, damit das klar ist. Wenn das bis morgen nicht da ist, wird es deinen Söhnen vielleicht nicht mehr so gut gehen. Ich sag ja nur. Oder du vergrößerst einfach mein Haus umsonst. Wie wär's damit, Nook? Oh, Freundschaftspreis waren 198.000 Sternis für die nächste Erweiterung. Eigentlich wollte er eine Million haben, aber er meinte, jetzt kostet das nur 198.000. Okay, Nook, okay. Finde ich gut. Und du ziehst mich damit auch nicht übers Ohr? Dann ist okay. Eine Million! Boah, das muss ja richtig die Villa werden, die ich dann da habe. Gut, aber ich glaube, wir haben dann sogar noch eine Einweihung zu feiern. Oh, da wären wir also. Das Museum wurde fertiggestellt. Lasst uns das feiern. Guckt euch diese wunderschöne Allee an, die Dizzy hier vorne hingebaut ist. Ist sie nicht wunderknorke? Eugen, du hast das Wort. Ja, ja, diese Allee ist wunderschön. Ich bin Eugen, Kurator des Museums. Das ist alles überwältigend. Ich liebe euch alle. Und Dizzy möchte bestimmt auch noch was sagen. Dizzy, hast du was hinzufügen? Ja, yippie. In diesem Sinne, ein Happy Hurra! Cool. Okay, also diese Einweihung scheinen alle dieselben zu sein. Lame. Oh, guck mal, die sind hier alle auf dem Platz drauf. Na, Lutz, wie geht's dir heute? Schöner Tag, oder? Wollen wir reden? Lutz, wollen wir reden? Lutz, wollen wir reden? Na gut, dann nicht. Weißt du, Lutz, wenn ich so neben dir sitze, dann geht mir echt mein Herz auf. Du bist zwar kalt und wahrscheinlich ein Mörder-Terminator, aber ich hab dich trotzdem lieb. Guck, er genießt es auch. Ach, das sind die wunderschönen Momente im Leben. Nicht wahr, Lutz, nicht wahr? Oh, ich freue mich, wenn ich morgen endlich neue Mitbewohner habe, mit denen ich reden kann. Meine beiden Mitbewohner, die ich hier gerade habe, die gehen mir ein bisschen auf den Keks. Gut, eine kleine weitere Sache, die ich noch machen wollte, ist am Strand, also meinen ganzen Strand voll zu kleistern mit Kokosnüssen. Zack, erster Kokosbaum. 2, 3, 4, 5, 6 Flaschenpost. Doch keine Flaschenpost, verschwinde Flaschenpost. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und eine einzelne Palme auch noch hierhin, die 13. Wundertoll.
Flaschenpost besagt. Geschätzter unbekannter Leser, kürzlich hatte ich auf einem Spaziergang eine Eingebung für eine fantastische Bastelanleitung. Vorzügliche Ideen müssen mit anderen geteilt werden. Setze diese Anleitung bitte um. Deine Muse Tipsy. Die gute Eisenholzkommode sieht tatsächlich gar nicht so kacke aus, aber braucht 4 Eisenerz. Das werde ich mir niemals in meinem Leben leisten können. Alles klärchen. Gut, da haben wir doch vieles heute geschafft. Ich werde auch noch eine Plantage anlegen, vor allem mit den Zäunen, die wir jetzt haben. Wird das bestimmt ganz toll. Aber erstmal brauche ich eine Pause, Leute. Erstmal muss ich mich ausruhen. Ich hab heute 3 Häuser ganz alleine eingerichtet, sowohl innen als auch außen. Und alleine 13 Bäume gepflanzt, Leute. Das muss erstmal lang für heute. Da habe ich mir echt eine Pause. Gute Nacht, Leute. Huch, wo bin ich denn hier? Und wer bist du? Nein, ein enger Geist! Okay, geht's dir gut? Du bist doch hier Geist. Was willst du von mir, Geist? Das ist jetzt mein Ende, oder? Das war es dann also für mich. Wie, du bist ein Mensch? Ein richtiger, echter Mensch? Ich bin jetzt wirklich lange auf dieser Insel, aber einen Mensch habe ich hier noch nie gesehen. Oh, du bist gerade erst hergezogen. Ah, ach so. Das erklärt das natürlich. Dann erlaube mir, mich vorzustellen. Ich bin Buhu. Freut mich. Freut mich auch. Ich sage es einfach frei heraus. Ich liebe die Nacht, ihre Dunkelheit. Aber ich habe Angst vor Geistern. Du liebe Güte, unser Treffen hat mich zutiefst erschüttert. Du hast mich so erschreckt, dass ich glatt Fragmente meiner Seele verloren habe. Das muss passiert sein, als wir zusammengestoßen sind. Ich habe dich nur angesprochen. So kann ich jedenfalls nicht bleiben. Was für ein Schlamassel. Ich bitte dich wirklich nicht gerne darum. Aber könntest du die fehlenden Fragmente meiner Seele suchen? Sonst bleibe ich für immer so. Das geht doch nicht. Bitte hilf mir. Mal sehen. Insgesamt gibt es 5 Fragmente meiner Seele. Wahrscheinlich kannst du sie auf der Insel verteilt finden. Und du wirst einen Kescher brauchen. Ich verlasse mich auf dich. Okay, dann gehen wir mal auf Seelensuche. Da sehe ich doch schon die erste. Zack, Kescher und... Nein! Ah, diese verdammte Seele! Wieso ist sie so schwer einzufangen? Ah, endlich. Ganz schön flippery, diese Buhu-Seelenfragmente. Und fühlt sich irgendwie kalt an. Aha, da ist die nächste. Ah, Mann, jetzt hör auf auszuweichen. Ich muss dich zu deinem rechtmäßigen Besitzer zurückbringen. Aber dich beim ersten... Wow, ich werde immer besser da drin, diese Seelenfragmente zu fangen. Nummer 4 gammelt am Strand, aber auch die easy peasy eingefangen. Gut, wer hätte es gedacht? Die letzte natürlich auch am Strand, aber jetzt komm schon. Ja, danke. Ja, damit habe ich alle. Schnell zurück zum Buhu. Und Kescher, genau jetzt auch kaputt gegangen tatsächlich. Welp. Hoffe, da ist das Geschenk von Buhu dann aber ein gutes. Ach, aber das ist so ein weiter Weg. Sollte ich sie vielleicht einfach entsorgen? Nein, das geht nicht. Warum kann ich die Buhu Seefragmente nicht in den Müll schmeißen? Ach man, okay. Dann gehe ich halt doch zum Buhu. Hi, ich habe deine Seelenfragmente gefunden. Oh, es ist vollbracht. Du hast alle Fragmente meiner Seele gefunden. Also dann, gib sie mir, schnell. Nö. Bitte wie? Du machst Witze, oder? Na los, gib sie ihren rechtmäßigen Besitzer zurück. Das bin ich nebenbei. Nö, ich behalte sie. Was? Bitte, ich brauche sie doch. Nein. Ich verstehe das nicht. Was nützt dir denn meine Seele? Naja, damit habe ich dich im Griff, ist doch ganz klar. Aber es geht um meine Seele. Ich bitte dich, gib mir die Fragmente. Nein. Hörst du, du musst mir diese Fragmente einfach geben. Mach mich bitte nicht sauer. Na gut, dann nimm sie halt. Perfekt. Das sind alle 5 Fragmente. Oh, ich spüre die Energie in mich reinfließen. Tada! Ah, endlich wieder vollständig. Ein Glück, ein gutes Gefühl. Vielen Dank, ich fühle mich großartig. Oh, ach ja, deine Belohnung. Was gebe ich dir denn? Niemand kann einem schönen Boden widerstehen. Ich kann dir etwas geben, das du noch nicht hast, oder etwas Teures. Was hättest du gern? Was ich noch nicht habe oder was Teures? Da das mein Traum ist, würde ich sagen, ich nehme was Teures. Gut, in Ordnung. Also etwas, das ein klein wenig hochpreisig ist. Ich bin nicht so gut darin, den Wert von Dingen einzuschätzen. Also weiß ich nicht, ob das hier wirklich viel wert ist. Aber hier, bitte sehr, ich gebe dir einen Blauteppichboden. Ich lege das gute Stück in deine Tasche. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Mach's gut, bis dann. Das war weg. Ein Blauteppichboden. Gleich mal ausprobieren. Oh, okay, der passt zumindest zu der Tapete sehr gut. Sind auf jeden Fall dieselben Farben. Ja doch, ich glaube, ich behalte den, oder? Wahrscheinlich ist er nicht so viel wert, weil es einfach nur ein blöder Teppich ist, aber er passt. Eine Tapete. Ja doch, ich behalte den.